Es war so schön geplant. Der Blick da hinten raus geht zum Wasser. Also man kann das Wasser nicht sehen, aber man weiß, da ist Wasser. Aber es ist eine Butterblumenwiese. Eine wunderschöne, gelb-weiß und so weiter Butterblumenwiese. Und es war ein wunderschönes Froschkonzert. Und ich habe gedacht, ich filme in diese Richtung und erzähle euch währenddessen etwas. Quack, 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 quack. Wäre ja jetzt auch nicht unpassend, ne? Weil viel Quark um nix. Jetzt regnet's und ich kann leider nicht da hinten raus filmen, weil überall die Wassertropfen natürlich runterlaufen und ich, wenn ich das die Tür auflasse, werden wir hier nass, also auch die Sachen. Und zur großen Überraschung ist das Gequake weg. Ich wusste gar nicht, dass Frösche aufhören zu quaken, wenn es regnet. Das habe ich jetzt gelernt. Genau, ja, wir sind immer noch in Frankreich. Und ich treffe immer mal wieder folgenschwere Entscheidungen. Der arbeitet schon die ganze Zeit damit. Ich hatte mal früher ein Tagebuch, das habe ich dann geführt. Während der ersten, ich schätze mal, 5 Jahre meiner Reise. Lange geschrieben, also neben den Geschichten habe ich auch Tagebuch geführt. Eines schönen Tages habe ich entschieden, dass ich alle Tagebücher wegschmeiße, weil ich die sowieso nicht lese. Dann habe ich gedacht, ich mache ein Roadbook draus. Nur die wichtigsten Sachen. So. Terra Butt habe ich gesehen, das ist so jemand, der wandert durch die Welt. Der führt auch ganz klein geschrieben ein wichtiges Buch, nachtet und welche Strecken er läuft, wie viele Kilometer er läuft und sowas. Kilometer habe ich auch immer aufgeschrieben. Also sowohl die Kilometer, die der Bus gefahren ist insgesamt, als auch die Kilometer der Reise. Das werde ich auch weiterhin tun. Aber heute Morgen habe ich mich entschieden, ich schreibe kein Notebook mehr. Das wird sowieso wieder wie ein, das ist wie ein kurzes Tagebuch. Und ich habe gar keine Lust. Das finde ich eine gute Entscheidung. Das habe ich jetzt also zerrissen, das Buch. 3 davon liegen noch bei meiner Tochter. Die werde ich dann mal bei Gelegenheit entsorgen, denke ich. Vielleicht hebe ich das allererst auf, habe ich gedacht. Das sieht so schön aus. Da war ich noch so sehr diszipliniert. Das bin ich aber nicht. Und dann endet das in so vielen Wiederholungen, sagen wir mal so. Und da habe ich gedacht, das ist alles so blöd. Die Reiseroute, ich habe Find Penguins, da kannst du die Reiseroute nachlesen. Habe ich bestimmt schon mal gesagt. Also Find Penguins, F-I-N-D, finde Pinguine, nur in Englisch, Find Penguins. Da habe ich eine Seite mit kurzen Geschichten und einer Reiseroute drin, so dass du auch tatsächlich sehen kannst, wo wir sind. Die ist aktualisiert, es sei denn, ich befinde mich da bei meinen Kindern oder so, dann mache ich den Travel Tracker aus, weil ich das dann nicht will, aber also zumindest bei dem Sohn. Die Tochter hat ja nur einen öffentlichen Landhandel, da ist das eh egal. Ja, oder bei bestimmten Freunden, da mache ich das dann auch aus. Aber ansonsten lasse ich es laufen und dann weißt du immer, wo ich stecke. Und wenn du mich da mal treffen willst, dann kannst du gucken und kannst sagen, du bist da, bleib stehen, ich will dich treffen. Oder Hilde, lieber Hilde. Oder uns beide. Genau, so, jetzt sind wir an der Sarthe und ein Fluss ist das, sehr schön, ach, war halt sehr unruhig heute Morgen auf unserem Stellplatz, deswegen sind wir jetzt weitergefahren. Hier ist ziemlich ruhig, da gibt es einen Angler, eben sind ein Junge und ein Mädchen oder ein junges Paar angekommen. Die sind jetzt zum Angler hingegangen. Ja, wir haben gefrühstückt und wir kommen langsam in den Tag hinein, fahren heute weiter. Wir müssen ja, am Freitag bin ich schon in Braunschweig, also in einer Woche und hole meine Enkeltochter ab und reise eine Woche mit meiner Enkeltochter. Die Reise wird so, wir werden Freunde besuchen und wir werden dann am 19. Mai auf dem Campingplatz in Gieselwerder abends am Lagerfeuer
Ich werde lesen. Ne? Mein Enkelkind wird sich amüsieren. Mit 11 kann man das schon. Nein, das wird alles schön werden. Und ja, ich werde dort lesen. Und ich glaube nicht, dass es noch Plätze gibt auf dem Campingplatz. Aber kannst es probieren. Kannst sagen, du kennst mich. Und dann kommst du vielleicht ganz in die Nähe, da wo ich stehe. Und ansonsten kannst du aber einfach abends vorbeikommen und auch so am Lagerfeuer teilnehmen. Draußen gibt es Parkplätze, da kann man auch einfach so stehen über Nacht. Also ich stehe da öfter mal, wenn ich dann mal außerhalb der Saison da vorbeikomme, dann schlafe ich auch da auf diesen Parkplätzen. Die Geschichte heute ist vom 19. Juni 2019, 19.06.2019. Die heißt The Real Mackenzies. Zuerst habe ich an den alten Scott gedacht, als ich das Plakat mitten auf dem Land an einem Laternenpfahl neben einer Wiese voll Kartoffelpflanzen sah. Der Scott mit San Francisco und den Blumen im Haar, den ich mal vor Jahrzehnten bei einer Fernsehsendung gesehen habe, über den Zenit seines Erfolgs längst hinweggetreten, wie ausgegraben, weil der Hippie-Boom einen neuen Frühling erlebt hat, mit dickem Bierbauch einen ziemlich unglaubwürdigen Auftritt hatte, bei dem er mir schon leid tat. Irgendwann hatte ich mal eine Tonbandaufnahme seiner zweiten LP Stained Glass Morning, die wenig Erfolg hatte, aber sehr schöne Songs beinhaltete. Die Sonne kommt raus, oder? Ich bin plötzlich ganz hell. Als ich nun ein bisschen nachforsche über sein Leben, stelle ich fest, dass er schon seit 7 Jahren tot ist, an einem schweren Nervenleiden erkrankt war und mit seiner Katze allein gelebt hat. Erinnerungen. Wie das Leben eines Menschen so verläuft und was ihm wichtig war. So oft verblassen Sterne um uns herum und mir stellt sich immer wieder die Frage, was aus den alten Freunden geworden sein mag, die ich aus den verschiedensten Gründen im Laufe meines Lebens aus den Augen verloren habe. Aus Leichtsinn und Überheblichkeit, Desinteresse oder Gleichgültigkeit, Eigensinn bis hin zur Arroganz. So weit reicht das Spektrum meiner Begründungen. Und es würde auch nichts nutzen, wenn ich mich dafür schämen würde. Tatsächlich habe ich einige wiedergefunden und kann mich daran erfreuen, dass sie das Experiment Leben auf ihre Art gut überstanden haben, mit einem freundlichen Gefühl zurückschauen und mir Freude auf die neuen Möglichkeiten und mit Freude auf die neuen Möglichkeiten des Älterwerdens blicken. So ohne Blessuren ist keiner davon gekommen. Und alleine zu leben ist keine Schande. Manchmal das Beste, was übrig bleibt. Dann habe ich auf dem Plakat den Musiker mit dem langen Bart gesehen und dachte an eine Coverband von CC Top. Aber da war ich schon längst weitergefahren und habe mir die Insel Schönheiten angeschaut. Typisch Mann, höre ich sie nicken. So ist das mit den Wortspielereien und den Schnellschuss-Assoziationen. Da bin ich keine Ausnahme. Ob die Hilde ein Kampfhund sei, klingt es mir von Ferne im breitesten Aachener Dialekt lautstark entgegen, als wir den Asphaltweg unterhalb des Deichs und über dem Wasser entlang gehen. Stinkt wie ein Fisch und knackt Muscheln, könnte ich zurückrufen. Und sehe ich aus der Entfernung so deutsch an, dass man mich gleich daraufhin ansprechen kann? In der Nähe ändert sich die Lautstärke in ihrem Tonfall nicht und vielleicht hätte ich sie fragen sollen, ob sie einem schwerhörigen Mann zu Hause habe. Oder vielleicht ist es auch der weit zurückgeblieben ist und jetzt mit den Füßen im Wasser nach Muscheln sucht. Und wahrscheinlich spricht sie nur Deutsch, dass gar keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht. Hildi, was ist? Ich hatte die ganze Zeit die Tür auf, deswegen habe ich die Hilde festgemacht. Jetzt kommt sie hier rüber. So. Na komm. Willst du trinken? Das sind so Hunde, die möchten gerne bedient werden, ne? Ja.
Oi. Und natürlich ist das eine alte Geschichte. Denn in dieser alten Geschichte steht, und irgendwie sprechen eh alle Holländer andere Sprachen und verstehen sich kosmopolitisch weltoffen. Heute würde ich sagen Niederländer, nachdem Randolf mich so oft ermahnt hat, dass Holländer nur eine bestimmte Gruppe von Menschen um Den Haag oder irgendwo sind, also irgendwo da hinten, über Haarlem oder sowas. Da wohnen Leute, die heißen speziell Holländer. Alle anderen Holländer sind Niederländer. Habe ich jetzt gelernt, aber ich kann jetzt diese Geschichte doch nicht mehr ändern. Also, diese Frau, die mir meinte, Hilde sei ein Kampfhund, war eine Niederländerin. In Wikipedia heißt es, nur ein bisschen kleiner Einblick über die Holländer, über die Niederländer. Randolf guckt übrigens kein YouTube, von daher hätte ich es auch so stehen lassen können. Das goldene Zeitalter bezeichnet in der Geschichte der Niederländer eine rund 100 Jahre andauernde Wirtschaft, die ungefähr das 17. Jahrhundert ausfüllt und in der Kunstgeschichte ohne Beispiel ist. Auf dem Höhepunkt des goldenen Zeitalters um 1650 arbeiteten in den Niederlanden, da ist es drin, circa 700 Maler, die jährlich etwa 70.000 Gemälde fertigstellten. Dies ist in der gesamten Kunstgeschichte beispiellos. Weder in der italienischen Renaissance noch in Frankreich zur Zeit des Impressionismus hat es so etwas gegeben. Insgesamt produzierten die niederländischen Maler mehrere Millionen Gemälde, weshalb heute nahezu jedes Museum für alte Kunst niederländische Gemälde zeigt. Mit Tulpen kommen sie auch musikalisch um die Welt, aber sprachlich hapert es doch manchmal im Verständnis. Wobei das auch an mir liegen kann. Habe heute einen Blausch mit der jungen Frau, die mit ihrem Mann den Platz managt und gerade die Toiletten putzt. Ich erzähle ihr in Englisch von unserem Spaziergang zum kleinen Hafen und dem Restaurant, linke Hand den Deich hinunter und versuche das Wort Bourg-Louis irgendwie verständlich auszudrücken. Wobei ich auch heute nicht mehr weiß, was das ist. Keine Chance, sie hat überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich spreche. Doch gerade als ich nahe am Rande des Wahnsinns stehe, flötet ihre Stimme ein Wort, das ich niemals in der Lage sein werde, auch nur sinngemäß auszusprechen. Und wir lachen köstlich miteinander. Haben wir doch ein großes Geheimnis gelöst. Am Ende finde ich heraus, dass die Real McKenzies eine Punkband ist, mit Schottenrock und freier Musik und freier Brust, Dudelsack und Traditionals als Zugabe und für den Spaß. Sechs Herren im mittleren Alter, von denen Wikipedia sagt, die Real McKenzies sind eine Folkband, Punkband aus Vancouver, British Columbia, Kanada, die tief in ihrer schottischen Herkunft verwurzelt sind. Sie gründeten 1992 diese Band und touren aktuell durch Europa. Laut Plakat haben sie an Hildes Geburtstag in Goes, vielleicht wird das, steht so wie Goes, ne? Goes, im Club The Best gespielt. Der Ort mit den Häusern und Booten, durch den wir gefahren sind, am Tag, nachdem Hilde umgerechnet das Alter meines Sohnes erreicht hat, wie dieser mir heute aufzeigte, 28 seien die beiden nun, aus dem Gröbsten raus und doch immer noch Kinder, ein großer Spaß und meine besondere Freude. Und jetzt scheint die Sonne wieder. Die öffne ich hier mal. Du kannst natürlich nicht sehen. Mein Hund ist nicht angeschnallt, das macht jetzt nichts. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, weil ich kann das blöde Handy ja nicht drehen. Aber ich kann hier öffnen und ich hoffe, dass ich so vorsichtig transportieren kann, dass du siehst, wo wir sind. Und die Frösche sind auch wieder da. Ich kann nicht sehen, ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, was du jetzt siehst. Aber ich hoffe sehr,
dass ich nicht alles zuhalte. So vielleicht. Genau, das ist der Ort, an dem wir jetzt sind. Ja. Jetzt muss ich langsam zurückkommen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gesehen. Jetzt siehst du wieder mich. Ja, so siehst du jetzt auch mich. Und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Bis bald.